Moin Leute, freut mich, dass ihr da seid. Wir machen heute einen Dosset Stick mit Küchenutensilien. Wie ihr seht, wir haben jede Menge Messer, dazu noch eine verbogene Gabel und einen verbogenen, angeschliffenen Löffel. Mal gucken, ob der auch sticken tut. Jede Menge Buttermesser, ein Möchtegern-Sushi-Messer, ein Hackebeil und alle möglichen anderen Messer, die man noch in der Küche finden kann, ne? Heute zeigen wir nämlich mal, dass auch solche Messer leicht gefährlich sein können. Bei den Buttermessern muss man ein bisschen drauf achten, wie man die greift. Weil bei mir in dem Fall sind alle ein bisschen unterschiedlich groß. Und die verhalten sich sehr komisch, dadurch ist der Griff fast dreimal so schwer ist wie die Klinge. Da muss man ein bisschen rumexperimentieren. Es ist ein bisschen schwer, mit den Buttermessern eine gute Distanz zu finden. Aber ich glaube, bei mir sind so 4 Meter, müssten ganz gut sein. Und ich halte die Messer ungefähr so. Das kann schon mal passieren. Aber mit 2 Hämmern ist es easy zu reparieren. Deswegen baut man Messer mit Full Tang, wo das Stück von der Klinge komplett im Griff drin ist. Get to work.
Kommen wir zum Finale. Löffel und gar nichts. Aufspielen. 4 Meter. Das ist so strange. Der Löffel. Ach komm, die Gabel kriegen wir auch noch hin. Ah, komm mal. Haspeln. Ja. Löffel und Gabel. Jetzt Sticks. Gut, Leute, das war's mit der Sitzstick-Küchen-Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wie ihr seht, man kann so gut wie alles sticken. Von dem kleinen Messer, zum Buttermesser, zum Kneipchen, zu Löffeln, zu Gabeln. Die Löffel muss man nur ein bisschen anschärfen. Sonst sticken die auch nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Gut, Leute, also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir sehen uns wahrscheinlich sogar früher als Freitag, weil ich jetzt noch ein Video aufnehme. Und dann noch ein Video aufnehme, weil ich nächste Woche Prüfungen habe. Abi-Prüfungen. Oh, ja, Jucke. Und ja, deswegen muss ich vorproduzieren. Ja, Spaß. Naja, gut. Wie gesagt, war meine Freude. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, damit ich mir einen Katana bauen kann aus echtem Damaskus, dann unterstützt mich auf Patreon oder kauft meine Messer auf Etsy. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.